Da stand's. Ah. Uff. Ja, wo sind denn auf einmal wieder? Wir sind wieder Theresa, denn ich will noch was herausfinden. Aber erst einmal, hallo du Seiz, und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Alles wieder schön und wunderbar, alle am Leben. Und dem Büsche geht's nicht so gut, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Da stand's gerade wieder. Das Crossdressing. Passend zum Salat, den Spitzer gerade ausbuddelt. Nee. Ich habe mir mal einen Screenshot von gemacht. Und zwar steht da, Crossdressing gab es im Mittelalter nicht. Deswegen kann Heinrich keine Kleidungsstücke für Frauen und Theresa keine Kleidungsstücke für Männer tragen. Ich habe ja schon probiert, dem Heinrich das eine Kleid anzuziehen und das war nicht drin. Und genauso Theresa und die Kumanrüstung war ja auch nicht drin. Aber schön, dass das noch aufgegriffen wird. Im Ladebildschirm, auch wenn der sehr schnell vorbei war. Denn ihr habt ihn auch nicht länger gesehen als ich. Ich habe das mal, das weiß ich zwar jetzt noch nicht, jetzt wo ich gerade aufnehme, aber ich werde es mal in der gleichen Länge zurechtschneiden. Ja, wir sind gerade, da stand Theresas Papa. Wir sind gerade vom Tanzabend zurück und müssen eigentlich mit ihm reden und beichten, wobei er weiß es womöglich schon. Aber hier, um es nochmal zu zeigen, sprich mit deinem Vater. Denn was mir halt im Nachhinein aufgefallen ist und was mich geärgert hat, ich habe einfach mit zu wenig Leuten gesprochen nach dem Tanzabend und dann ging es ja schon los mit dem Überfall. Und das wollen wir jetzt nach. Ich will wissen, was Bianca zum Beispiel sagt, was Johanka sagt zu dem gestrigen Abend. Was Heinrich sagt, wissen wir schon. Johanka ist ja unten, deswegen gehen wir erstmal da hin, sonst laufen wir wieder den ganzen Weg zurück. Wie der da auf seiner Wiese sitzt. Ob er irgendwas Besonderes zum Tanzabend sagt. Vielleicht war er da oder eben auch nicht. Ich gehe einfach mal kurz hin zum Stibor. Miau. Okay, er will gar nicht reden. War wohl ein Scheißabend. Da kommt gerade der Gedanke hoch. Stellt euch mal vor, man könnte dieses Spiel hier einmal mit Theresa und einmal mit Heinrich komplett durchspielen. Komplett. In voller Länge, so wie wir mit Heinrich gespielt haben, auch mit Theresa. Das habe ich ja schon angesprochen. Das wäre eine coole Sache, aber jetzt kommt noch ein Bonus dazu. Wer mit Heinrich spielt, der spielt das, ja, so wie es war, wie wir es erlebt haben. Und mit Theresa bleibt Scarlett so, wie Scarlett ist. Wieso, was hat Theresa jetzt mit Scarlett zu tun, dass Scarlett nicht angegriffen wird? Unabhängig davon, aber das wäre so cool, ein ganzes Abenteuer mit Theresa zu erleben. Weil ich stelle mir halt gerade vor, was macht sie, währenddessen wir mit Heinrich unterwegs sind? Oder waren die ganzen Abenteuer, die wir mit Heinrich erlebt haben? Theresa war die ganze Zeit in der Mühle und dafür braucht es dann doch schon eine alternative Geschichte. Und deswegen auch eine mit Scarlett ist ganz geblieben. Der da über die Büsche rennt. Drüber gucken. Dieser Eingang hier gar nicht großartig bewacht wird. Also klar, man muss zwingend hier an den Wachen vorbei. Wobei nicht wirklich, man kann hier unten auch lang. Gut, klar, man kann nicht jetzt jeden Eingang hier irgendwie extra bewachen. Zumal warum? Im Normalfall ist jetzt gar nichts so Schlimmes los. Warum sollte man nicht hier lang gehen können? Aber die da oben bekommen das hier gar nicht mit, wenn hier jemand reingeht. Aber wie gesagt, das will man hier groß klauen oder was soll hier groß Schlimmes passieren? Man könnte das Schwein mitnehmen, das Holz, das Heu. Und das war's dann auch schon. Und die Pferdchens. Wobei, das würden sie mitbekommen. Mehr oder weniger. Und hier im Eingang steht auch keiner. Und das ist ja ein relativ großer. Dafür stehen die halt da. Ist ja auch gerade kein Krieg. Warum alles doppelt und dreifach bewachen? Wer sind sie denn? Heinrich arbeitet mit. Mit ohne Verband. Es ist so seltsam, Heinrich als NPC zu sehen.
Er will auch gar nicht reden. Mist. Mir fällt gerade ein, ich bin ja wieder runtergegangen, um mit Johanka zu reden, aber ich bin bloß zum Steeper gegangen. Oh, es funkt. Ja. Der Heinrich. Schuhe mit einem hellen Kranz, sag ich mal, und darunter dunkler. Hier wird die Wäsche aufgehangen. Da ist Moos auf dem Dach. Mit ihr können wir auch nicht reden. Kacke. Wir können sie bloß fassen lassen. Ich habe gerade gefragt, ob man über das Stück hier springen kann, aber... Man merkt aber auch gleich, wie Heinrich und seine Familie eine kleine Sonderbehandlung hat. Nicht nur, weil er der Schmied ist und Waffen sind auch nicht unwichtig, aber man merkt schon, dass der Burgherr seinen Sohn recht nah bei sich haben wollte. Jetzt fragt sich Heinrich wieder, was mache ich eigentlich? Ich wollte doch eigentlich Ritter spielen. Ob man ihn anrempeln kann, ob er was sagt, mal gucken. Er sagt nichts, er ist fast wie versteinert. Der Kunisch. Das ist ein blöder Arsch. Jetzt habe ich mir ja noch große Dialoge, Gespräche vorgestellt. Jetzt ist ja gar nichts möglich. Ah, wenigstens hier. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Wie war es denn gestern so? Ach stimmt, da war ja auch noch was. Sie wollte uns ja auch was abgeben und wir können nachfragen, ob es erfolgreich war. Und? Hat die Ausbeute gereicht? Oh ja, der Schnaps ist fertig. Und du kriegst auch was davon ab. Hier, bitte. Hab Dank. Auch wenn ich nicht weiß, was Heinrich so toll daran findet. Ein richtiger Mann sollte selbstsicher sein, ohne dauernd Schnaps trinken zu müssen. Vielleicht hast du recht. Weißt du, er trinkt sogar Schnaps, bevor wir... Nun ja. Hör auf. Mehr will ich gar nicht wissen. Widerlich. Widerlich, ja. Finde ich aber sehr interessant. Weil wir wissen ja, und vielleicht weiß es auch Heinrich, dass man mit dem Schnaps... Boah, lang geflitzt. Dass man mit dem Schnaps im Leben abspeichern kann und später nochmal laden kann, wenn was schief ging. Wenn Heinrich das vor jedem Mal macht, dann hat er wohl einen Gedanken dafür. Aber das ist echt lustig, weil... Ja, warum eigentlich dieser Retterschnaps? Der ist gar nicht so besonders, aber man kann damit speichern, Leute. Für den Fall der Fälle. Dann drückt man wieder F6 und kann schnell laden. Wobei das im Spiel ja nicht funktioniert. Das geht ja dann nur über das Menü. Die werte Gattin schickt mich. Ich hoffe, ich weiß noch alles, was sie haben. Da ist hier gar nicht so viel drin. Was ist mit euch Nasen los? Wenn die da sitzen. Wie auch zusammen gerade eine Bewegung gemacht haben in die Richtung. Die machen ihre Bewegung synchron, ha? Haben ein etwas anderes Charaktermodell. Ja, wie sie gleich wieder auf Schrauchdieb. Okay. Geht's dir, Theresa? Komm, sag nochmal was. Das ist auch nicht was. Wie ein Strauchdieb. Das ist übel. Ob wir den Herrn Pfeiffer hier noch? Moment. Da gerade was in den Sinn. Der war doch hier zu sehen. Als wir mit Bianca gesprochen haben. Meister Tobias. Das mit dem Fest. Ja, bitte? Ich habe gewartet. Dein Vater hatte versprochen, dass du kommen wirst. Tja, Pech gehabt. Ja. Nö. Das nö. Ich bleib dabei. Das stimmt. Aber Vater hat mich nie gefragt, was ich eigentlich davon halte. Interessiert sich denn niemand dafür, was ich will? So wird das nun einmal gehandhabt.
Du magst das anders sehen, aber dein Vater will für dich nur das Beste. Wäre das so, hätte er einen anderen Mann für mich ausgesucht. Nichts für ungut, Meister Pfeiffer. Ich nehme dir dein Verhalten gestern und auch jetzt keinesfalls übel. Ich rede mit deinem Vater und alles Weitere wird sich zeigen. Sprich ruhig mit Vater. Ich wüsste nicht, was ich noch sagen soll. Leb wohl. Und das war das letzte Gespräch zwischen den beiden, weil Theresa hatte dann gesagt, als der Lachanfall kam, dass Meister Pfeiffer nie wieder zu Theresa gesprochen hat. Und das war auch besser so. Aber ich finde es halt beknackt. Mag zur damaligen Zeit halt gang und gäbe gewesen sein, aber ich finde es beknackt und es gab bestimmt auch damals Leute, die das beknackt fanden. Aber hey, das Los einer Frau. Wollen wir noch was gucken und fragen? Ich meine, jetzt bleibt da eigentlich nur noch Johanka. Die sind eher unwichtige Leute. Ach hier, der Baumler. Guten Tag. Dorfbewohner, die haben meistens sowieso nichts Besonderes zu sagen. Höchstens mal, na, wie steht's? Das war's, wenn überhaupt. Aber meistens eben gar nichts zum Interagieren. Die sind halt einfach da zum Weltfüllen, damit die einfach lebendiger wirkt. Einfach mal so ins Haus reingehen. Macht man ja so. Diana. Und Gesundheit, Theresa. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Das Gesicht der... Oh, Theresa hat auch diese schwarzen Augen, die Heinrich manchmal in Gebäuden hat. Augenbauenspiel. Die hat das Gesicht der Lieblingsbadinhaberin. Was gibt es Neues, Jana? Ha, hast du den Herumtreiber am Tor gesehen? Wen meinst du denn? Den stinkenden Bettler, der dort immer herumschleicht. Als ich Wasser geholt habe, hat er mich angestarrt wie ein Dämon. Mit dem Burschen stimmt etwas nicht, das sag ich dir. Der Büttel sollte sich um ihn kümmern. Bettler und anderes Geschmeiß können wir in Scarlets nicht gebrauchen. Tja, und nach dem Überfall sind die Scarletzer selbst zu Bettlern und Geschmeiß in Ratei geworden. Ich finde, du solltest nicht so reden. Wir müssen doch da sein für Glaubensbrüder in Not. Not? Stinkfaul ist er einfach nur und sucht sich keine Arbeit. Das stimmt, dann da gehe ich glaube ich mit, aber wie sie da an der Tür stand? Perans Frau, wie sie uns anguckt. Was machst du denn hier? Guten Tag, wie kann ich helfen? Tür zu. Die Stimme passt irgendwie nicht zu dem Charakter. Was gibt es Neues im Dorf, gute Frau? Alles Mögliche oder rein gar nichts, wie man es eben nimmt, nicht wahr? Man redet über alles und jeden. Was interessiert dich? Hier kann man aber viel herausfinden. Neuen Klatsch über Heinrich und Bianca. Wir fangen oben an. Weißt du zufällig, ob es etwas Neues aus der Burg über Herrn Ratzig gibt? Oh ja, Martin der Schmied fertigt ihm ein neues Schwert. Und ein Graveur von weit her soll es edel verzieren. Das wird ohne Zweifel ein Meisterwerk. Gibt es etwas Neues über Heinrich und Bianca? Es wundert mich, dass der Schankwirt den jungen Burschen gewähren lässt. Er nimmt es wohl mit der Redlichkeit seiner Tochter nicht so genau. Oder sie hält es vor ihrem Vater geheim. Hast du etwas über Johanka aufgeschnappt? Nun, wie es scheint, macht sie dem jungen Matthias schöne Augen. Aber dieser Einfallspinsel beachtet sie kaum. Du kennst sie gut, nicht wahr? Weißt du, ob etwas an der Sache dran ist? Jetzt klatschen und ratschen wir hier. Ehrlich gesagt rede ich nicht gerne über Leute hinter ihrem Rücken. Aber wir fragen alles ab. Wir zerreißen uns ja nicht böswillig das Maul, sondern unterhalten uns nur nett. Das ist nicht verwerflich. Jetzt könnte man trotzdem, jetzt könnte man wieder hier hingehen und was sagen. Ich sage aber nichts. Klatsch und Tratsch und selbst alles wissen wollen, aber selbst nichts sagen. Aber ich will es herausfinden. Und deswegen bin ich hier. Was weißt du über Fritz und Matthäus? Die zwei. Zimmermänner wollen sie sein. Ich denke, das Einzige, was sie zimmern, ist das Gerüst für ihren Galgen. Da ist was dran. Was weißt du über Meister Pfeiffer? Meister Tobias hat ein gutes Herz. Das Fest heute Abend verdanken wir ihm.
Und natürlich auch Herrn Ratzig. Gestern Aber Abend. Aber der Anlass? Er wird wohl kaum sein Geld unter die Leute bringen wollen. Der wollte sich einfach nur mit Theresa einen schönen Abend machen. Das war vielleicht der Hintergedanke. Was denken die Leute eigentlich über meine Brüder? Nun ja, nimm's mir nicht übel, aber Samuel gilt nicht gerade als fleißig. Und Tibor, über ihn ist mir ehrlich gesagt nicht zu Ohren gekommen. Komisch eigentlich. Der hält sich lieber im Hintergrund und macht da seine Machenschaften. Aber er hat auch eine dünne Haut, so wie er uns dann von dem Silber erzählt hat. Erzählen sich die Leute etwas über mich? Ach, über jeden wird geredet. Aber ich kann den Leuten nicht sagen, was man sich über sie erzählt. Das wäre nicht richtig. So. Ich gehe dann mal, gute Frau. Leb wohl. So, ich gehe jetzt wieder aus dem Haus raus, wenn's recht ist. Die Tür kannst du selbst zumachen. Ja, mach Türen zu, los. Gut, das war das Drahtschweib. Der Tonda. Zack. Ich habe schon E gedrückt. Kommt, ne? War nicht angenommen. Grüß dich. Warum bist du nicht in der Mine, Tonda? Hab mir den Rücken verrenkt und brauch Ruhe. Aber ich würde jetzt viel lieber an meiner Winde stehen und sie wieder so schnell drehen, dass allen schwindelig wird. Nicht umsonst nennen mich alle Tonda die Winde. Gemacht, Tonda. Du musst dich erholen, sonst bringt dich die Winde noch um. Brauch Ruhe, aber hackt Holz, ist auch gut. Holzhacken geht nicht auf den Rücken, ist klar. Tonda ist nicht so der hellste, der hat's eher so im Gewinde. Stimmt, hier haben wir auch gar nicht geredet. Jetzt hat das ja ein paar Flecken, das Haus. Sie sitzt drunter. Jetzt müsste das runterplatschen. Man kann nicht mit ihr reden und man fast geht nur so ein Mist. Aber das finde ich auch so gut, wenn man einfach die Geschichte aus einer anderen Sicht sieht. Das finde ich bei Spielen generell toll, wenn man da eine andere Perspektive bekommt. Wir haben es hier diesen Anfang aus der Sicht von Heinrich erlebt und jetzt mit Theresa. Das ist so toll. So, hier sind wir wieder beim Wirt. Gibt es hier noch besondere Leute? Drin saß, glaube ich, noch ein Dorfbewohner, oder? Der Deutsche. Grüß dich! Na, wie sieht deine Fassade aus? Gibt es Neuigkeiten? Was? Warum fragst du, Mädchen? Weiß doch wirklich jeder, dass der König das Reich zugrunde richtet. Wie meinst du das? König Sigismund von Ungarn hat Kuttenberg belagert. Und das zu Recht. Schließlich schert sich König Wenzel nicht im Geringsten um sein Reich. Ich bin nicht der Einzige, der lieber seinen Bruder Sigismund auf dem Thron sehe. Aber Wenzel ist der rechtmäßige König. Wir können nicht plötzlich jemand anderem dienen. Aber was, wenn der König nicht für Recht und Ordnung sorgt? Wähl deine Worte mit Bedacht, Deutscher. Herr Ratzig ist der Hauptmann des Königs. Und ihm sollten deine Worte nicht zu Ohren kommen. Schönen Tag noch. Aber letztendlich freie Meinungsäußerung. Ob das schon damals? Ey. Da. Zufrieden? Man hält viel von ihm. Ob das damals schon so galt? Ich weiß nichts. Ich stehe hier, also ich weiß nicht. Es schiebt schon wieder. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Stehen wir hier nackt da, oder was? Das erzählt man sich Hätte er wohl gern. Hast du gehört, dass König Wenzels Halbbruder Sigismund mit seinen fremden Söldnern Kuttenberg erobert hat? Bestimmt wegen des Silbers, damit er seinen Feldzug gegen Wenzels Verbündete bezahlen kann. Diese Tatarenhorden und Söldner sind gewiss nicht billig. Ich habe davon gehört. Gab es viele Tote? Nein, die feigen Bürger ergaben sich kampflos und bettelten ehrlos vor Sigismund auf Knien im Schlamm um ihr jämmerliches Leben. Tja, und bald ist Scarlett dran. Warum fällt Sigismund seinem Halbbruder Sohn den Rücken? Weil er ihn stürzen will, darum. Er und seine verbündeten Adligen aus der Fremde denken, dass Wenzel zu wenig gegen die Probleme im Reich tut. Aber es ist bestimmt nicht leicht, in einer Welt wie dieser König zu sein. Selbst die Kirche ist heillos zerstritten. Und jetzt
haben wir zwei Päpste. Wie soll man als guter Christ noch wissen, woran man glauben soll? Die Stimme haben wir auch schon x-mal gehört, die er hat, der Alex. Wie wird es wohl weitergehen? Die Lage spitzt sich zu, wie vor ein paar Jahren. Du warst noch klein und wirst nichts darüber wissen. Jedenfalls musste sich Wenzel dem Adel fügen. Jobst von Mähren und seine Herrenvereinigung hatten Wenzel sogar nach Österreich entführt. Wenzels jüngerer Bruder Johann und sein Vetter Prokop von Mähren konnten jedoch seine Freiheit erwirken. Immerhin blieb ihm ein Teil der Familie treu ergeben. Das ja, aber Johann und Prokop mussten den Adligen in Prag Zugeständnisse machen, mit denen der König nicht einverstanden war. Und letztendlich kam es zum Bruch. Ich glaube nicht, dass sie Wenzel abermals helfen werden. Ich verstehe nichts von all diesen Ränkespielen. Ach, ich muss eh wieder los. Bin mal gespannt, ob wir dann vielleicht beim Finale so... Sie ist heute irgendwie besonders drauf. Ob man dann vielleicht beim Finale von Kingdom Come auch mal in Prag sein wird oder generell die ganze Zeit da in der Ecke? Mich würde schon mal interessieren, wie es da aussieht im Vergleich zu hier. Dorfbewohner Vogt, aber Vogt will nicht sprechen. Händlerin, mit ihr kann man handeln. Gott sei mit dir, Theresa. Dorfbewohner. Halt. Dich kennen wir von der Flucht. Wie kann ich helfen? Dann wird in einen besoffenen Kumanen abgestochen. Was gibt es Neues im Dorf, Jamila? Bist du auch auf diesen Gelehrten gestoßen, der seit gestern hier im Dorf ist? Er erzählte mir eine schöne Geschichte aus alten Zeiten über Libussa. Hast du schon einmal von ihr gehört? Nein, jetzt will ich es wissen. Mist, das müssen wir noch finden. Nein, sagt mir gar nichts. Wer war sie? Ach was, jeder kennt doch ihre Geschichte. Sie war eine Prinzessin, die einen Ackerbauern heiratete, der später König wurde. Aber sie war auch Wahrsagerin und hatte Visionen. Und sie gründete Prag. Interessant. Was hat der Gelehrte über sie gesagt? Er erzählte vom Mägdekrieg. Willst du davon hören? Ja. Mägdekrieg? Klingt auf jeden Fall spannend. Erzähl mir davon. In heidnischen Zeiten waren die Frauen anders. Sie waren, wie nannte er es, frei vom schweren Joch der Ehe. Sie trugen Waffen und kämpften. Und sie wählten ihr Oberhaupt selbst. Wie Männer sollen sie gekleidet gewesen sein? Was wurde aus ihnen? Er sagte, sie errichteten eines Tages ihre eigene Burg, die kein Mann betreten durfte. Sie haben sie selbst gebaut? Oh ja. Doch als die Männer sie sahen, wurden sie neidisch. Und so errichteten sie ihre eigene. Und zwar in Sichtweite der Burg, die die Frauen gebaut hatten. Was? Männer und Frauen lebten getrennt in ihren eigenen Burgen? Ja, und sie führten Krieg gegeneinander. Die Männer waren zwar tapferer, aber die Frauen gerissener. Ganz wie heute. Wie ging es weiter? Es kam zu einem Waffenstillstand. Sie begossen ihn mit einem dreitägigen Fest. Doch am Ende nahm sich jeder Mann ein Weib. Oh. Ich hätte erwartet, dass es anders ausging. Fürwahr. Mir hätte es auch besser gefallen, wenn es andersherum gewesen wäre. Eine schöne Vorstellung. Danke für die Geschichte. Sie ist inspirierend. Ich muss jetzt los. Bei mir in der Burg herrschen noch Männer, die immer alles in einen Schweinestall verwandeln. Das Los einer Frau. Glück und Gesundheit, Theresa. Danke. Ich finde bei ihr immer... Spitze. Es wäre lustig, wenn auch Leute anfallen würde. Also anfallen im Sinne von auf die Hinterbeine stellen und so anschleckern. Also kurz davor. Leute, die er mag. Ich finde es bei ihr ganz schön irritierend, dass mitten aus der Stirn eine Strähne kommt. Ob man diesen Libussa-Geschichtenerzähler treffen kann oder ob man das nur über sie erfahren kann. Ich könnte mir auch Letzteres vorstellen. Einfache Dorfbewohnerin, Dorfbewohner, Dorfbewohnerhaus nehme ich mal stark an. Dorfhund. Einfach nur Hund.
einfach mal rein. Das finde ich immer so lustig. Ah, nein, nicht knacken. Niemand da. Die Tür kannst du selbst zumachen, Nachbarin. So, waren wir hier schon? Im Haus? Nee, ne? Ich will halt einfach Leute treffen, die irgendwas erzählen. Dafür sind wir auch gerade nochmal hier mit Theresa in Scarlet und nicht wieder mit Heinrich unterwegs. Ich finde es immer schön, wenn man NPCs bequatschen kann, wenn sie jetzt nicht zwingend zur Hauptgeschichte beiträgt. Jetzt reden. Aber ich komme gleich nochmal drauf. Gibt es was Neues, Marun? Naja, ein komischer Kauz verkauft komischen Schmuck und komische Reliquien am Rand der des Scharlatan. Hauses, unweit des Töpfers. Und noch dazu sagt er komische Dinge. Komisch, inwiefern? Nun, ich wollte wissen, was er alles verkauft und grüßte ihn höflich. Da fing er an, mir Komplimente wegen meines Aussehens zu machen. Was ist daran komisch? Männer reden doch immer so keck daher, wenn eine Frau kein Ehetuch trägt. Das war noch nicht alles. Plötzlich redete er davon, wie verschieden wir alle sind. Also Männer und Frauen. Er wurde ganz schön vulgär. Ich will gar nichts mehr wissen. Jetzt wird's aber interessant. Und? Wo liegen laut ihm die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Angeblich ist der Leib der Frau das Gegenstück zum Leib des Mannes, denn sein, du weißt schon, ist außen und bei uns innen. Da Mannsbilder mehr Hitze in sich tragen, wird ihr, du weißt schon, aus dem Leib gedrückt. Unser Leib ist kälter und bei uns bleibt das drin. Denkst du, es stimmt, was er da sagt? Macht schon Sinn. Klingt für mich nach der reinsten Narretei. Vielleicht wollte er dich nur verführen. Ah! Oh, mit so etwas? Du weißt doch, wie manche Männer sind. Dann ist er offenbar noch verrückter, als ich dachte. Lass uns nicht weiter über das Thema reden. Pass gut auf dich auf, Marune. Was ist denn los? Hast du wieder was gefunden? Sachen gibt's. Hinten ist auch noch eine Tür. Nee. Und hier ist ja gleich wieder Kunischland. Hier sind wir sind ja einmal vom Deutschen dann hier hinten rumgegangen. Als wir das Haus beschmissen haben, ne? Ich glaube, das war hier. Schon alles so lange her. Aber hier der Weg an der Palisade entlang. Haben wir uns, glaube ich, hier getroffen. Hier war das doch, glaube ich, bei Kunisch, oder? Hier so. Seine Frau ist nicht zu Hause, wie wir wissen. Da war auch wieder die Stimme von, ich sag mal, Until Dawn Ashley. Die der Maruna. Bin mal gespannt, ob sich das ändern wird im nächsten Teil. Jetzt wo Horst so viel Kohle gescheffelt hat mit Kingdom Come Deliverance, und ich glaube auch, dass Deep Silver mittlerweile fest Warhorse aufgenommen hat. Nach dem Erfolg haben sie die fest aufgenommen, soweit ich weiß. Wenn ich gerade keinen Scheiß erzähle. Aber ich glaube, das war Deep Silver. Und vorher hatten sie halt einfach bloß für das Spiel so einen Vertrag mit hier. Mach das mal als Publisher. Gucken, ob sie sich dann beim nächsten Spiel mehr Stimmen leisten können. Njom. Ich werde jetzt nicht noch zu den einzelnen Minen gehen, aber ich werde nochmal... Hoppala. Ich werde nochmal zu Johanka gehen. Ich denke mir gerade, vielleicht nochmal zusammen, aber das ist halt nochmal im anderen Eck der Karte. Wie er da sitzt, liegt.
Theresa überhaupt reiten kann? Als wir flüchten wollten, ging das ja nicht, weil ja auch eine Aufgabe war mit, ja, finde Samuel. Die Ausdauer schon wieder, ey. Wenn man schon kein Pferd hat, sollte die Ausdauer etwas besser sein. Deswegen ist es halt besonders wichtig, einfach mal zu planen, wo man sowieso hin will. Dann könnte man das ja in einem Rutsch erledigen, aber wenn man dann seinen Plan, oh die arme Birke, seinen Plan wieder vergisst, dann ist halt Mist. Eine Wache, Spitzer, Fassi. Janka sitzt auch draußen. Ein Bergarbeiter. Marosch. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Was macht Pavlena? Und? Was gibt es Neues? Ich habe bei Pavlenas Vater um ihre Hand angehalten. Erst war er grummelig, aber letzten Endes gab er seinen Segen. Besonders üppig ist die Mitgift nicht, aber egal. Hauptsache, ich kann endlich mit Pavlena zusammen sein. Die Hochzeit ist im Sommer. Freut mich. Viel Glück auf euren Wegen. Oh Mann, das ist echt schön, aber wir wissen ja, wie es ausgeht. Kräuter, frisch oder getrocknet? Erstmal hier rüber. Nee, Moment. Erstmal das Gegenstück von Janka suchen. Nein, sowas. Was ist los? Was machst du denn hier? Ja, wir können nicht mit dir reden. Das ist schade, oder? Was ist das? Ja, ich besuch. Du, Matthias Vater, du. Was gibt es denn, Theresa? Na, ich... Warum treibst du dich hier herum? Oh, wie das klingt. Ich will dich ja gerne was fragen, aber du willst ja nicht. Kommst du mal hier raus? Ich kann ja hier draußen reden, wenn er hier hinkommen würde. Dann halt nicht, Mann. Gucken, wie der Abend war und ob sie uns vielleicht böse ist, aber... Das mit dem Würfel... Ach, wir können nicht reden! Oh Mann! Das mit dem Würfel kann ja nicht schiefgegangen sein, weil... Wir verändern ja nicht die Geschichte. Und wir wissen ja mit Heinrich, dass das mit dem Würfel funktioniert hat. Ach Mann. Ob wir Janka auch mal irgendwann wiedersehen werden in einem anderen Ableger? Fragen über Fragen, die nur Warhouse beantworten kann, indem sie endlich mal Kingdom Come Deliverance 2 oder wie es auch immer heißen wird, ankündigen, veröffentlichen. Aber wenn sie Zeit brauchen, dann... Umso besser sollen sie sich die Zeit einfach nehmen. Ich habe noch gar nichts zugehört, ob Warhouse irgendwie dran arbeitet. Da habe ich noch überhaupt gar nichts zugehört. 0,0 da. Haben, soweit ich weiß, aber auch noch gar nichts gesagt. Möge Gott dich behüten, Thea. Ja, danke schön. Aber können wir jetzt mal miteinander reden, wie spitz hier angesaust kommt? Schade. Gut, dann gehen wir jetzt noch zum Samuel beim Teich. Theresa! Ein langer, weiter Weg, aber der muss gegangen werden. Hier sind wir auch noch gar nicht rein. Wenn dann der nächste Kingdom Come Teil rauskommt oder angekündigt wird, dann gucke ich mir definitiv keine Entwicklertagebücher an. Der Yannick und der Jaroslav. Ein Wächterchen. Dann werde ich mich einfach ohne großes Vorwissen über das nächste Spiel freuen. Ha! Vorfreude ist die schönste Freude. Und woraus wird's? Stimmt nicht verkacken, warum auch? Das traue ich dir nicht zu. Guten Tag. So, da ist das Geschmeiß. Aber da gehe ich auch mit. Ich meine, warum hockt ihr rum? Warum versucht ihr nicht irgendwie Arbeit zu finden? Das verstehe ich nicht.
war er denn nochmal genau? Das mit der Holzbrücke, das war mit Bianca. Aber wo war er nochmal genau? Hier hinten war er nicht. Mist. Wo haben wir denn Samuel getroffen? War das doch hier? Doch, es kommt mir gerade bekannt vor. Da war was. Gerber. Und da ist auch wer, aber wir können nicht mit ihm reden. Mann. Ich finde es einfach nur schade. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber ich finde es einfach schade. Also insgeheim bin ich dann doch irgendwie enttäuscht, aber in erster Linie finde ich es schade. Na gut, jetzt fällt mir aber auch nichts ein, was wir noch machen könnten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, der Scharlatan Hallo, und der später einen Pfeil ins Ohr bekommt, würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und sehen uns dann einfach in der nächsten Folge in der Haut von Heinrich wieder und ja, bis dahin, macht's gut und tschüss.